Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Spiel HBB Balingen-Weißstetten, HSC Coburg. Endstand 34-26, Halbzeit 14-13 und zur Pressekonferenz begrüße ich Alois Mraas vom HSC Coburg und unseren Trainer Jens Bürgle. Jens, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Alois, erste Halbzeit war total ausgeglichen, ihr eher vielleicht sogar einen Ticken besser. Was ist passiert in der Halbzeitpause? Ja, hallo zusammen. Erstmal Glückwunsch an Jens und Balingen zum klaren Sieg. Ja, wir haben das eigentlich gut gestaltet. Die erste Halbzeit haben wir leider, glaube ich, viel verworfen. Jensen war gut im Tor. Wir haben da genug freie Bälle gehabt, wo wir vielleicht abspringen können, wo wir uns ein bisschen absetzen können, haben wir aber leider nicht gemacht. Und dann war das doch mit minus eins in die Pause, was von dem Moral war. Doch nicht so gut und dann fangen wir zweite Halbzeit anderes. Da verwerfen wir weiter und kassieren. Ich glaube, dann fünf Minuten führen wir 5-0. Das ist natürlich zu viel im Ballingen, das konnten wir nicht mehr nachholen. Und dann sind wir mit 5-1 haben wir ein bisschen was probiert, was von unserer Seite noch nicht so fest ist. Die aus der Ruhe bringen, aber natürlich hat das dann doch nicht geklappt und am Ende war das klar der Sieg für Balingen. Wenn du jetzt die zwei Spiele Stuttgart und den Balingen vergleichst, wo war der große Unterschied? Gut, wir waren effektiver auf jeden Fall in Stuttgart und wir haben, wir kamen auch in diese Situation wie heute in Balingen nicht so stark, dass wir mit einer negativen Serie zu tun hatten in Stuttgart. Hier war das was anderes und klar, damit, das ist, haben wir schon öfters mal gesagt, dass wir mit dieser Phase müssen anders umgehen, auch mit Körpersprache, auch mit der Kommunikation zusammen, dass wir da irgendwie rauskommen und das war heute halt nicht und da haben wir die Phase schlecht gestaltet. Alles, vielen Dank. Jens, dann darf ich auch dich um deine Spielzusammenfassung bitten. Ich hatte so zeitweise das Gefühl in der ersten Halbzeit, als irgendjemand auf der Bremse steht. Ja, ein bisschen war es so. Wir sind so von einem kleinen Fehler in den nächsten gerannt. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft, so richtig griffig zu sein. Also wir haben so die Momente nicht auf unserer Seite bis zum, glaube ich, 9-11. Und haben da auch Glück so ein bisschen, dass es nur 9-11 steht, weil das was Coburg wirklich gut macht, wenn sie mal einen Vorsprung haben. So wie in Stuttgart oder gegen Melsungen, dann kriegen sie das mit ihren erfahrenen Jungs schon wirklich sehr souverän hin und können auch eine Mannschaft richtig piesacken. Und bin froh, dass wir recht schnell den Anschluss gefunden haben und kurz vor Schluss sogar noch in Führung gegangen sind. So war es natürlich in der Halbzeit für uns so mit einem guten Gefühl dann noch drin. Und dann zweite Halbzeit spielen wir einfach sehr, sehr gut. Machen 4-0 Konter. Haben die Phase, glaube ich, vom 17-15, wo wir dann wegziehen, wo wir, glaube ich, 5 in Folge machen, so gefühlt. Und dann das Spiel dann auch eigentlich schon nach recht schneller Zeit dann entschieden ist. Und insgesamt wird das sehr gute Performance. Christian sich super schnell integriert bei uns, das sieht man jetzt schon, tut der Abwehr richtig gut. Das freut mich ganz arg für Junior, dass er jetzt nach seiner Verletzungspause ja hinten raus die Chancen wirklich gut genutzt hat und auch vor der Halbzeit gute Aktionen hatte. Und so kann es weitergehen. Wir wollten gut ins neue Jahr reinstarten, das haben wir geschafft. Aber wie jeder weiß, ist noch ein weiter Weg in dieser Runde. Ja. Ich wollte es vorher schon sagen, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, hier in der Sparkassenarena dir zum Sieg gratulieren. Weißt du, wann der letzte Sieg hier in der Sparkassenarena war? Es war hier gegen Leipzig. Es war hier gegen Leipzig, wann das genaue Datum war, so 19.12. oder sowas. Ist schon ein bisschen her, natürlich auch mit dem Abbruch, eine lange Pause da dazwischen gewesen, aber schon ein paar Wochen her, da merkt man schon, dass die Fans hier ein bisschen fehlen, und nicht nur ein bisschen, nicht nur moralisch, sondern auch vom Ergebnis her. Ich glaube, das macht der eine oder andere Mannschaft doch auch ein bisschen mehr Druck. Könnte man das heutige Spiel für die nächsten Heimspiele als so eine Art Dosenöffner bezeichnen? Ach, wir haben diesen Druck nie empfunden, das heißt, daheim klappt es nicht und auswärts, weiß keine Ahnung was. Das wird ja immer viel von außen so ein bisschen in einen reingetragen. Irgendwann hieß es, wir können keine engen Spiele da gewinnen, dann haben wir das geschafft. Dann hieß es, wir können keine Spiele gewinnen gegen direkte Konkurrenten, dann haben wir das auch irgendwie geschafft. Dann wird halt irgendwie ein anderes Thema aufgemacht. Das passiert immer wieder mal, das ist halt in der Bundesliga so, aber für uns war das intern nie ein Thema, dass wir hier daheim die Heimspiele nicht gewinnen. Okay. Dann möchte ich mich bei euch beiden herzlich bedanken. Wünsche Coburg gute Heimreise
und vor allen Dingen alles Gute voll im Verlauf der Saison. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.